Hallo Mac-Fans, heute möchte ich euch ein bisschen was über die kleine Ampel, die sich in jedem Mac OS X Fenster befindet, erzählen. Und zwar geht es mir um den kleinen roten, gelben und den grünen Knopf. Was der rote Knopf macht, das kennt ihr. Wenn ihr da draufklickt, wird einfach das Fenster geschlossen. Ganz wichtig, die Applikation, in diesem Fall Finder, die läuft noch. Dann machen wir uns ein neues Fenster auf. Dazu habe ich Command und N gedrückt. Auch das kleine gelbe Icon kennt ihr, das minimiert euer Fenster und zieht es in den Dock. Und wenn ihr da reingeht, könnt ihr es natürlich einfach wieder hochholen. Aber jetzt, was ist mit diesem kleinen grünen Knopf? Der macht nämlich eigentlich gar nichts. Ihr seht, der tut hier einfach nur ein bisschen hin und her schieben, aber gar nicht das, was man erwarten möchte. Ich zeige euch das einfach, indem ich mal hier ein bisschen reinzoome. Ich gehe auf die Library und suche mir hier noch iMovie aus und Plugins, Sound Effects. Und was ihr jetzt seht, ist, ich habe sowohl einen vertikalen als auch eine horizontale Bildlaufleiste. Und genau dafür ist dieser kleine grüne Knopf gemacht worden. Der zoomt nämlich das Fenster auf genau die richtige Größe, damit der Bildinhalt passt. Und ihr habt gesehen, ich habe auf das Plus geklickt und plötzlich ist das Fenster ein bisschen größer geworden, sodass keine Bildlaufleisten mehr zu sehen sind. Und genau das ist, was dieser kleine Knopf eigentlich tun soll. Aber ich gebe euch noch ein paar andere Beispiele, um zu zeigen, wie gut das eigentlich funktioniert. Ich habe uns einfach mal Safari aufgemacht und das ist die Webseite von apple.com. Und was euch auffällt, ist, unten habe ich eine Bildlaufleiste und ich habe wieder eine vertikale Bildlaufleiste. Und auch hier wird genau das Richtige gemacht. Sobald ich hier draufklicke, zoomt er das Fenster ein ganz kleines bisschen auf. Auch wenn die Bildlaufleisten noch angezeigt werden, passt jetzt unser Inhalt perfekt in dieses Fenster rein. Und ich zeige euch das einfach nochmal an mactopics.de. Und hier mache ich es natürlich ein ganz kleines bisschen extremer. Ich habe jetzt das Fenster ein bisschen kleiner gezogen. Wenn ich aufs Plus klicke, macht er mir das Fenster gerade groß genug, dass es reinpasst. Und ihr seht auch ganz gezielt, er hat sich gar nicht die Mühe gemacht, das breiter zu machen, denn das ist die Breite meiner Webseite. Ich kann das zwar breiter ziehen, aber alles, was ich bekomme, ist leerer Platz auf der linken und rechten Seite und den brauche ich nicht wirklich. Ja, und dann gibt es natürlich auch die berühmten Ausnahmen und besonders bedauerlich ist, dass die Ausnahmen gerade aus dem Hause Apple kommen, und zwar bei iTunes. Bei iTunes macht nämlich genau dieser kleine grüne Knopf ganz was anderes. Wenn ihr also auf diesen Zoom-Knopf drückt, zumindest in iTunes, was geschieht? Er macht euch einen Mini-Player aus dem iTunes und beim Zurückzoomen kommt wieder das volle Fenster raus. Könnte man sagen, macht ja eigentlich, was man denkt, wenn man davon ausgeht, dass das der Standardsicht ist und dann zoomt er das Fenster auf, sodass alles reinpasst, ist aber trotzdem ein bisschen ungewöhnlich. Wenn ihr möchtet, dass iTunes sich genauso verhält wie alle anderen Applikationen, dann müsst ihr einfach nur die Alt-Taste gedrückt halten, wenn ihr auf das kleine grüne Plus klickt und dann macht er genau das und das sieht man jetzt relativ schlecht, aber er vergrößert mir das Fenster einfach nur ein klitzekleines bisschen und ich glaube, jetzt könnt ihr es besser sehen, er hat mir das einfach aufgezoomt. Ja, und weil ich dabei bin, zeige ich euch noch ein Beispiel, wie diese kleine Ampel unheimlich nützlich ist. Die sagt euch nämlich etwas über das Dokument, was ihr gerade offen habt, aus. Und dazu mache ich mir einfach mal TextEdit auf. Da seht ihr auch mal, wie viel Blödsinn ich auf meinem System habe. Da habe ich TextEdit. So, weg damit. Ich mache mir TextEdit ein bisschen größer, damit es sich für euch lohnt. Wenn ihr jetzt drauf schaut, dann seht ihr, ich habe das X, ich habe das Minus und ich habe das Plus. Aber jetzt gleich geschieht etwas, sobald ich anfange, etwas zu tippen. Dann habt ihr gesehen, es ist etwas geschehen und zwar mit dem kleinen roten Knopf. Da ist plötzlich ein schwarzer Punkt drin. Und der schwarze Punkt sagt eigentlich nur, dass es in dem Fenster neue Inhalte gibt, die noch nicht gespeichert wurden. Das heißt, wenn ich jetzt auf Datei speichern untergehe und das einfach nur abspeichere, dann verschwindet der kleine Punkt und ist wieder nur ein X drin. Und sobald ich weiteren Text eingebe, ist er wieder da. Auch das wissen viele Nutzer nicht, ist aber unheimlich praktisch, weil so wisst ihr einfach, welches Fenster ist offen und welches Fenster hat noch ungespeicherte Informationen. Und wenn ich Command S drücke, dann speichert er das und das ist wieder weg. Ich hoffe, dass all das für euch nützlich war und lasst mich doch einfach in einer kleinen Nachricht wissen, ob euch sowas gefällt und ob ich sowas häufiger machen soll. Ciao, Mac-Fans!